Dreharbeiten für den Spielfilm Gladiator von Auschwitz. Verfilmt wird die wahre Geschichte von Tadeusz Teddy Piechikowski. Der 20-Jährige versuchte 1939 vergeblich während der deutschen Invasion in Polen nach Frankreich zu fliehen. Als Gefangener in Auschwitz verdingte er sich als Boxer, um an Extrarationen Brot zu gelangen. Um das Lager zu überleben, musste er sich irgendwie beweisen. Er hatte gerade seinen Schulabschluss gemacht und keine Berufserfahrung. Alles, was er konnte, war Boxen. Und Tadeusz Piechikowski boxte sich durch. Von seinen 37 Kämpfen verlor er nur 2, obwohl das Leichtgewicht auch mit Gegnern höherer Gewichtsklassen in den Ring steigen musste. Ich muss zugeben, dass ich nichts über Tadeusz Piechikowski wusste, aber die Geschichte hat mich sofort angesprochen. Er war ein fantastischer Mann, ein großer Patriot und Sportsmann. Hauptdarsteller des Films ist der 39-jährige Pole Piotr Głowaczki. Im Prinzip ist der Film die Antwort darauf, was Teddy Piechikowski mir bedeutet hat. Die Geschichte dreht sich um den Versuch, der Hölle zu entkommen und was vom Teufel besessene Menschen anrichten können, aber auch um Selbsterkenntnis. Der Regisseur des Films hat eine besondere Beziehung zu Auschwitz. Sein Großvater überlebte die Gefangenschaft in dem KZ. Es ist eine Geschichte über Mut, Hoffnung und Stärke. Sie erzählt ein unbekanntes Kapitel polnischer Geschichte über einen außergewöhnlichen Mann, der für seine Mithäftlinge ein Symbol der Hoffnung und Perspektive war, die Polen immer noch nicht hat. Die Geschichte des polnischen Boxers, der Auschwitz überlebte, kommt im September in die Kinos.